Ja, wenn man Millionen bewegen kann, wenn man mit seinen Diamantenhändlern chattet und man hat die am nächsten Tag da, ist das schon Bombe. Ich bin Alessandro Rizzo, stellvertretender Geschäftsführer der Maximilianstraße. Ich bin Führungskraft, Einkäufer, Designer, Menschenversteher und Top-Verkäufer. Ich war am Anfang schon sehr schüchtern, auch wenn man das nicht glaubt. Aber man wird halt mit der Zeit selbstbewusster. Man weiß, was man geschafft hat. Und man kann halt mit gerader Brust da stehen und sagen, okay. Sie war wunderschön für mich, die Ausbildungszeit. Die Geschäftsführerin Frau Schmitz, die hat mich unter ihre Fittiche genommen und ich war einfach ihr Schatten. Und ich habe halt stetig gelernt, wie man was verkauft. Und natürlich, die großen Juwelen hatten wir in Dortmund, ein paar Stücke und ein paar Highlights. Und ich habe natürlich immer gefragt, wo wird sowas verkauft? Und dann kam immer die Antwort, das verkauft man in der Maximilianstraße oder in Wien. Und das war dann für mich auch schon ein bisschen, okay, da muss ich dann in diese Niederlassung, um auch diese Schmuckstücke zu verkaufen. Wenn man in Wien ankommt aus Dortmund, ist es schon sehr imperial. Also Wien ist eine der schönsten Städte der Welt. Es ist barock, es ist ein Hammer. Ich bin angekommen, das war ein super Team. Und mit meiner Kollegin zusammen haben wir halt das Schmucklager strukturiert und auch unsere Stärken bewiesen, Erfolg gehabt und haben es stetig ausgebaut. In Wien habe ich alles erreicht gehabt, was man erreichen konnte, und ich wollte halt noch ein bisschen mehr. Und deswegen ging es dann in die nächste Metropole, nach London. London habe ich das erste halbe Jahr gehasst. Wenn man aus Wien kommt, einen extrem hohen Lebensstandard hat, durch Freunde und Co. und durch seine super Verkäufe, dann ist man ein bisschen zu deutsch oder ein bisschen zu österreichisch. Das Englisch war nicht perfekt, das war eher Dinglisch. Und da muss man halt schauen, okay, wie komme ich jetzt wieder weiter? Und da muss man sich an seine Stärken erinnern und sagen, okay, weiter. Eigentlich habe ich mich dann sehr stark an meine Ausbildung erinnert, weil in London durfte ich dann auch erstmal nur Lederbänder verkaufen. Ja, aber ich habe die Chance genutzt und habe, okay, pro Lederband verkaufe ich doch mal eine Uhr dazu. Und dann nach einem halben Jahr habe ich London geliebt. Und ich liebe London weiterhin, also es war in London super. Love it, ist top. Aber es war schon eine harte Schule. Und das Tolle in London ist, das GAA ist um die Ecke. Das GAA ist das härteste Zertifikat für Diamanten und Edelsteine. Herr Wempe hat halt das Potenzial bei mir entdeckt und deswegen durfte ich das GAA absolvieren. Step by step konnte ich mich noch mehr einbringen für den gesamten Einkauf. Und ich wollte weiter nach oben, noch stärker im Bereich der Juwelen vorankommen. Und deswegen habe ich entschlossen, die Niederlassung London zu verlassen und wollte in die Maximilianstraße. Ich wollte in München einfach einmal das Gebiet der Juwelenkunst erlernen. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger. Herr Schüler hat mich halt einfach beobachtet, ob ich am Anfang nur die ersten 3 Wochen High Performance zeige oder wirklich permanent durch, jeden Tag, ein halbes Jahr lang. Und das habe ich halt einfach gezeigt. Ja, und dann wurde ich sein Stellvertreter. Wir werden voraussichtlich dieses Jahr noch umziehen. Und wir werden die Maison für Wempe werden. Das größte Geschäft, im komplett eigenen Stil. Wenn ich einfach an die Vergangenheit denke, wie ich klein angefangen habe, wie ich mir noch einen Anzug ausgeliehen habe von meinem Vater, als es zu Wempe ging. Und jetzt vor neuen Herausforderungen mit dem neuen Geschäft auf über 3 Etagen. Und die ganze Entwicklung sieht, ist, ja, das erfüllt einfach nur von Stolz. Und mein Ziel ist es, Geschäftsführer der Maximilianstraße zu werden. Klein Rizzo hat das damals in Hamburg gesagt. Was möchten Sie werden? Das war die Runde, was die Personalchefin gefragt hat. Und dann habe ich es gesagt. Ich möchte Geschäftsführer werden. Aus.